Ich meine, wir können so lange, pass auf, so Stream-Highlight von Sinan gucken. Der hat eine lustige rausgehauen, Stream-Highlight. Oh Gott, wieder komplett Überfall von Veranstalter. Ich weiß gar nicht, ob ihr die so lustig findet, aber ist. Gucken wir mal. Ihr müsst euch vorstellen, Freunde. Ist das generell schon schnell oder bin ich noch auf schnell? Ich bin noch auf schnell, aber egal. Vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr, 7 Jahren, 8 Jahren, habe ich einen Auftritt gehabt in Bochum. Ja, eine Diskothek hat mich gebucht für Live-Auftritt. Mitgebucht waren Chedo und Abdi. Ich komme in den Club, steck mir so, Chalas, wir rasieren jetzt alles ab. Ich komme so Backstage, ich sehe Chedo, Abdi, ja, Bruder hier, Bruder da. Ne, ihr wisst, Chedo und Abdi sind meine Brüdis schon seit lange, sehr langer Zeit. Und irgendwann denken wir so, Chalas, heute Abend geht's Kaffee full so mäßig, ne? Club full, ne? Wie der gute Saurinio kommentiert. Club full, dachten wir. Natürlich war der Club nicht full. 20 Leute, Mann. Ja, ne, überlegt mal, Freunde. 20 Hardcore-Leute vorne, so vor 7, 8 Jahren, ne? Dann, ich guck so Cello an, Abdi, wir chillen. Wir machen unser Auftritt. Passiert noch kleine Schlägerei sogar. Einer wird rausgeschmissen. Ja, nee, irgendwann waren nur noch 18 Leute. Oder? Ach, irgendwann waren nur noch 18 Leute drinne. Was passiert also am Ende, Freunde? Ich muss meine Gage holen. Ja, ich wurde ja gebucht. Ich gehe zu dem Veranstalter. Wir treffen uns nach, ne, natürlich. Ich quatsch mit dem Veranstalter. Ihr müsst euch vorstellen, der Veranstalter, der so, der war schon so, der war schon so, der steht so vor mir so. Ich kenne das. Ich bin so oft schon als DJ gebucht worden, wo die Party nicht so gut lief und dann der Veranstalter. Und dann die Situation ist, dass du das irgendwie fühlen kannst und du hast ja das eh schon gedacht, weil der Abend leer ist. Einerseits denkst du dir, was sollen wir machen? Sollen wir vielleicht am Preis was machen? Andererseits denkst du dir, Bruder, du hast mich gebucht, du hast einen Monat Zeit gehabt, das Ding zu promoten, das ist auch dein Job. Und wenn du hier 100k Umsatz machst oder 50k, gibst du mir ja auch nicht mehr Gage, weißt du? Ist ja auch so. Das war also auch am Wackeln. Die wenigsten machen das. Normal weiß ich, der hat Minus gemacht. Chelo Abdi gebucht. Sinan G gebucht. Echo, glaube ich, auch. Genau. Jetzt komm, hatte das noch lustiger. Warte, voll vergessen. Ich habe den Veranstalter noch gesagt. Bruder, ich kann Echo organisieren. Vertrau mir. Der Veranstalter, Echo Fresh, zu der Zeit natürlich Echo war big, dachte, ja, ich buche auch Echo. Okay, ich komme also mit Echo, Chelo Abdi, na ja, nee, das ist auch wie so eine kleine Jam. 20 Leute waren nur da. Der Typ, der Veranstalter war sein... Boah, ich glaube, ich erinnere mich sogar an die Geschichte. Erste Veranstaltung. Tam Kurde. Ja, Türk oder Kurde war das. Respekt an diesen Jungen. Der hatte Eier, man muss das sagen. Der hat einfach sein letztes Geld zusammengekratzt und eine fette Veranstaltung in Diskothek gemacht. Davon gibt es so viele. Wo kein Arsch gekommen ist. So. Warum ist keiner gekommen? Weil er dachte, wenn der einfach Plakate in Bochum macht, so, also diese Poster... Chelo ab, die Synergie und Echo, dann wird automatisch voll. Der hat also kein Social Media gemacht. Der hat nichts gemacht, der hat sich um gar nichts gekümmert. Okay, dann ist am Ende... wird auch so eine Misconception, wie man so schön sagt. Immer, dass die Leute immer denken, ja klar, ich buche jetzt zum Beispiel DJ Bruce, der hat ja so und so viele Follower. Club passen ja 400, 500 Leute rein. Ja, der wird ja automatisch. Da muss ich ja nur einmal posten, DJ Bruce kommt. Weil der Quatsch. Treten auf vor 20 Leute. Ich gebe halt immer Gas, ob vor 10 Leute oder 1000 Leute, egal. Dann am Ende geht es um die Bezahlung. Der musste Gage geben. Ich glaube, damals für mich und Echo, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich habe 6.000, 7.000 Euro. Ich hab meine Mutter, der Arme. Ich bin mit denen vor der Diskothek draußen. Der wackelt. Sein Leben gestürft. Ich hab mich geschämt. Ich wollte denen nicht so sagen, ey, so. Aber ich wollte schon meine Kohle haben, ne? Normal. Ich bin am Hustlen gewesen. Stuffy. Auf einmal sehe ich, der holt aus der Tasche eine schwarze Sturmmaske raus. Der zieht die so halb über seinen Kopf. Ich schwöre auf Gewand. Ich guck den an. Ich so, was machst du mit der Sturmmaske? Da sagt er, Freunde, der tut die schwarze Sturmmaske auf seinen Kopf und sagt, ich muss dir doch dein Geld holen. Ich muss jetzt einen Überfall machen. Ich hab Minus gemacht. Ha ha ha.
Was für ein Typ, Alter. Oh Mann, Alter. Ich schwöre auf Kuchen. Der wollte ja Reiterkeule überfallen. Oh Mann. Also ich hole euch eure Garage. Ich schwöre auf Koran, der sagt, ich muss Überfall machen. Wallah, der sagt, ich muss einen Überfall machen. Du willst doch deine Gage. Jani, Lani, du Kalbun. Ja, ja, der tut die ganze Verantwortung auf deinen Nacken, damit du sagst, nein, mach das nicht. Und der, ja, guck mal, da kann ich auch nicht zahlen. Mit welchem Gesicht sag ich also, mach. Was habe ich denn angeboten? Bruder, ich kann Schmiere stehen, aber ich will mein Geld heute. Voilà. Dann haben wir uns geeinigt. Wir sind von 7, glaube ich, oder auch von 6K sind wir auf 3 runter. Dann habe ich gesagt, komm, gib mal, was hast du dabei? Ja, ich habe 3K. Da hat er gesagt, glaube ich, was mit Celo Abdi und so. Da habe ich gesagt, Bruder, tu mal deren Geld. Vergiss erstmal ganz kurz, gib mal erstmal mein Geld. Habe ich mein Geld genommen. Habe ich Echo ein bisschen gegeben. Ihr wisst, German Dream, Baby, Baby. Man teilt. Und zack, waren wir weg. Ob Celo und Abdi jemals ihr Geld gesehen haben, weiß ich nicht. Aber ich habe Gott sei Dank noch was abgestaubt. Von diesem wilden Abend. 20 Mann. Später nur noch 18. Wegen einer kleinen Rangelei. Abendkoi. Ich muss sagen, dass wir, das ist übrigens Sinans Highlight-Kanal. Sinan G Stream Highlights. Checkt das aus, abonniert den Mann. Ich abonniere mal hier. Man muss sagen, aus dieser Erfahrung heraus haben wir dann später auch immer gelernt und versucht, zumindest die Hälfte des Geldes vorher zu bekommen vom Veranstalter. 2018 gewesen, darüber habe ich